Moin Leute, und heute zeige ich euch einen richtig heftigen Solo Unlimited Money Glitch mit Bypass. Und zwar zeige ich euch, wie ihr den kostenlosen LG für 904 fucking 1000 GTA Dollars verkaufen könnt. Oder für die Leute, die ein bisschen Geld investieren können, können ihren Dominator Zukunftsschock oder den Easy Zukunftsschock für knappe 3,3 Millionen GTA Dollars verkaufen. Und das eigentlich wirklich mega leicht, Leute. Wie geil ist das denn? Aber Leute, ein kleiner Warnhinweis: Am Ende des Videos werde ich den Sale Limit nochmal erklären, wie ihr wann Autos verkaufen dürft. Deswegen Leute, schaut bis zum Ende, das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Aber bevor wir mit dem Glitch anfangen, wollte ich euch schon mal zu bitten, den Like-Button mal so richtig heftig zu verprügeln. Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Aber ich würde mal sagen, fangen wir doch mal direkt an. Was braucht ihr denn für diesen Glitch? Ihr braucht als erstes einen anderen Zielmodus. Den Zielmodus könnt ihr im Editor oder im Story-Modus ändern. Ihr braucht eine Arena-Werkstatt inklusive Bennys Mechaniker. Wenn ihr keinen Bennys Mechaniker habt in der Arena-Werkstatt, könnt ihr das auf der Arena-Seite nachrüsten. Außerdem braucht ihr einen RC Bandito. Und keine Sorge Leute, der RC Bandito muss nicht gemoddet sein. Ihr braucht einfach den normalen Standard RC Bandito. Und außerdem braucht ihr für den ersten Teil des Glitches einen kostenlosen LG. Dann wir fangen mit dem Glitch an, wo wir den LG für 904.000 Dollar verkaufen können. Und ein allgemeiner guter Tipp von mir, Leute: Stellt euren Spawnpunkt nicht auf die Arena-Werkstatt, sondern auf irgendeine Garage, die ganz nah an der Arena-Werkstatt ist, aber nicht direkt auf der Arena, denn der Glitch mag das nicht ganz so, wenn ihr den Spawnpunkt auf der Arena habt. Manchmal funktioniert es, aber ganz oft, Leute, funktioniert es deswegen nicht. Deswegen, um Fehler vorzubeugen, Spawnpunkt auf irgendein Apartment oder Garage von woanders. Habt ihr das alles, können wir auch schon loslegen. Als erstes seid ihr in der Arena. Und natürlich muss in der Werkstattebene auch dieser kostenlose LG stehen. Habt ihr alles, geht ihr jetzt zum RC Bandito. Seid ihr beim RC Bandito, drücken jetzt die PlayStation-Taste, scrollen hoch zu Einstellungen, gehen auf Netzwerk und sehen jetzt diesen Haken, wo unser Internet ein- und ausschalten. Jetzt drücken wir die doppelte PlayStation-Taste und wir sind wieder in GTA. Ihr werdet jetzt sehen, Leute, wenn ihr nochmal doppelte PlayStation-Taste drückt, werdet ihr sofort wieder ins Menü reinkommen. Und das brauchen wir, Leute. Denn jetzt drücken wir wieder doppelte PlayStation-Taste, um wieder in GTA zu sein. Denn jetzt, Leute, kommt es ein bisschen aufs Timing an. Denn ihr drückt jetzt die rechte Pfeiltaste, um in Tuning-Optionen von RC Bandito reinzugehen. Kurz danach geht ihr auf die doppelte PlayStation-Taste, geht auf eure Netzwerkeinstellung, macht den Haken weg, dass ihr kein Internet mehr habt, geht wieder zurück in GTA, wartet auf die Fehlermeldung, die jetzt kommen wird, bestätigt die Fehlermeldung mit X und macht erst dann wieder euer Internet an und wartet einfach, bis ihr in Story-Modus geladen seid. Wurdet ihr in Story-Modus geladen, geht ihr wieder auf Optionen, Online, Online-Spielen und Freundessitzung oder eine Einladungssitzung. Seid jetzt wieder gespawnt, fahrt zu eurer Arena-Werkstatt. Seid ihr in eurer Arena-Werkstatt drinne, geht ihr zum kostenlosen LG. Denn Leute, wenn jetzt der erste Teil funktioniert hat mit dem RC Bandito, müsstet ihr jetzt die rechte Pfeiltaste drücken können, wenn ihr im LG drinne sitzt, für die Tuning-Garage. Aber ihr fahrt gar nicht in die Tuning-Garage rein. Nein, ihr habt das Tuning-Menü auf dem Parkplatz. Und wenn ihr das geschafft habt, Leute, habt ihr den Glitch praktisch schon durch. Denn jetzt gehen wir einfach auf Verkaufen. Und ja, Leute, da steht noch, dass der LG für 0 Dollar verkauft wird. Das ist auch richtig so. Ihr bestätigt jetzt alle Meldungen mit X, sodass wir den LG jetzt verkaufen. Haben wir den LG verkauft, werdet ihr merken, dass wir einen endlosen Ladescreen haben. Das merkt ihr wiederum unten rechts an der weißen Ladestrecke, ohne dass da steht Ladevorgang. Und by the way, Leute, natürlich verkaufen wir gerade nicht wirklich den LG. Gut, jetzt brauchen wir jemanden mit einem anderen Zielmodus. Das kann irgendein Freund aus der Freundesliste sein oder aus einer Community-Liste. Denn wir suchen jetzt jemanden raus, der einfach jetzt mal GTA spielt, denn wir müssen jetzt testen, ob der einen anderen Zielmodus hat. Habt ihr jemanden gefunden, der GTA spielt, gehen wir jetzt auf Beitreten. Die erste Meldung, die sich jetzt in GTA laden wird, ist ja, ob ihr euch sicher seid, dass ihr denjenigen beitreten möchtet. Habt ihr diese Meldung, dürft ihr jetzt noch mit doppelte PlayStation-Taste und geht jetzt nochmal auf Beitreten. Seid ihr nochmal auf Beitreten gegangen, werdet jetzt merken, ob er einen anderen Zielmodus hat oder nicht. Denn wenn sich die Meldung nicht ändert, hat er den gleichen Zielmodus wie ihr und ist unbrauchbar für diesen Glitch. Aber mein Fall hat einen anderen Zielmodus, deswegen kommt jetzt die Meldung, ob ich mir sicher bin, dass ich den Zielmodus ändern möchte. Hier könnt ihr es einfach Kreis drücken und ihr seid aus dem endlosen Ladescreen befreit. Und jetzt, Leute, kommt wieder oben die Meldung, dass ihr wieder die rechte Pfeiltaste drücken könnt, um in die Tuning-Garage reinzukommen. Und das machen wir jetzt auch, Leute. Wir drücken jetzt die rechte Pfeiltaste und werden irgendwie komisch in die Tuning-Garage reinfahren. Das ist ein bisschen laggy, aber Leute, daran merkt ihr einfach, dass der Glitch gerade funktioniert. Seid ihr jetzt dort, gehen wir jetzt auf Aufrüsten, sodass wir jetzt den Preis sehen,
für was wir unseren LNG jetzt aufrüsten können. Und keine Sorge Leute, wir kaufen das jetzt nicht, sondern wir müssen es einfach nur 5 bis 10 Sekunden in diesem Menü drinne bleiben. Wart in diesem Menü drinne, drückt jetzt Kreis, drückt jetzt nochmal Kreis, sodass ihr jetzt die Option habt, Werkstatt verlassen, Fahrzeug verlassen, Arena verlassen. Wir gehen jetzt einfach auf Werkstatt verlassen und ihr werdet merken, Leute, boom! Auf einmal wird uns richtig viel Geld überwiesen und zwar 904.000 Dollar. Und der LNG ist auf einmal weg. Den haben wir jetzt gerade wirklich für 904.000 Dollar verkauft. Wie geil ist das denn, Leute? Und das ist wirklich ein Glitch, Leute. Den kann man einfach wirklich wunderschön, wirklich sehr, sehr leicht machen. Aber Leute, jetzt zeige ich euch eine bessere Methode, beziehungsweise eine Methode, die wirklich pro Auto mehr Geld bringt. Denn wir verkaufen unseren Dominator, in unserem Fall in der Zukunftsschock-Variante, für knappe 3,3 Millionen GTA-Dollar im optimalen Fall. Wichtig zu erwähnen ist, wenn ihr Duplikate von Easy in irgendeiner Variante Zukunftsschock, Apokalypse etc. habt, könnt ihr auch diesen nehmen, statt diesen Dominator in irgendeiner Form. Ne? Dann könnt ihr einfach euren Duplizierten für sehr, sehr viel Geld verkaufen. Anstatt jetzt nochmal Geld reinzupumpen in Dominator Zukunftsschock, könnt ihr einfach auch einen duplizierten Easy nehmen. Aber was brauchen wir denn für diesen Glitch? Für diesen Glitch brauchen wir einfach den so weit wie möglich komplett aufgedüten Cerberus. Das ist nämlich dieser LKW aus der Arena-Werkstatt. Und Leute, wirklich, der muss die teuersten Tuning-Teile haben und desto effektiver ist dieser Glitch. Deswegen haut einfach das teuerste von teuersten rein und dann ist dieser Glitch wirklich lukrativ. Und ja Leute, für diesen Glitch braucht ihr wirklich Startkapital. Das bedeutet, ihr bestellt euch einfach im Internet einen Dominator und rüstet ihn in der Zukunftsschock-Variante auf. Oder wenn ihr einen Cerberus in der Apokalypse habt, dann müsst ihr natürlich Apokalypse machen und so weiter und so fort. Aber Leute, es lohnt sich. Ne? Auch wenn ihr dafür Startkapital braucht, aber es lohnt sich. Denn der Glitch ist generell derselbe. Aber den Dominator jetzt aufgerüstet, gehen wieder auf Werkstatt verlassen, steigen aus und rennen wieder zu unserem RC Bandito. Denn jetzt gehen wir wieder aufs PlayStation-Menü, gehen auf Einstellungen, gehen auf Netzwerk und dann sehen wir wieder diesen Haken, drücken die doppelte PlayStation-Taste, sind wieder in GTA. Und wenn wir jetzt noch eine doppelte PlayStation-Taste drücken, werdet ihr merken, dass wir wieder auf die Schnellgriff-Funktion haben. Das ist soweit ganz okay. Jetzt gehen wir wieder zurück in GTA und drücken jetzt die rechte Pfeiltaste. Und sobald wir die rechte Pfeiltaste gedrückt haben, drücken wir die doppelte PlayStation-Taste und kappen unser Internet. Habt ihr euer Internet gekappt, geht ihr wieder zurück in GTA und warten auf die Fehlermeldung. Ist die Fehlermeldung bekommen, bestätigen wir sie einfach mit X. Und sobald ihr die Fehlermeldung bestätigt habt, könnt ihr auch euer Internet wieder anschalten. Wurdet ihr in Story-Modus geladen, geht aber wieder zurück in den Online-Modus, in der Freundes- oder Einladungssitzung. Seid ihr in der Freundes- oder Einladungssitzung gespawnt, geht ihr zu eurer Arena-Werkstatt. Seid ihr in eurer Arena-Werkstatt gespawnt, geht ihr zum Cerberus und steigt ein. Und wenn jetzt wieder der erste Part funktioniert habt, drückt jetzt die rechte Pfeiltaste für die Tuning-Werkstatt, aber ihr fahrt nicht in die Tuning-Werkstatt rein, nein, das Tuning-Menü kommt einfach zu uns, zu unserem Parkplatz. Und daran merkt ihr, Leute, dass alles funktioniert hat. Denn jetzt gehen wir auf Verkaufen. Und ja, Leute, keine Sorge, auch wenn wir jetzt auf Verkaufen gehen, das Auto, der Cerberus, wird nicht verkauft. Das sieht nur so aus, aber der verschwindet nicht. Und in meinem Fall bringt der Cerberus 3,1 Millionen GTA-Dollars. Daran merkt man, dass ich meinen Cerberus nicht komplett auf Maximum aufgetunt habe. Aber Leute, ne, wenn ihr wirklich auf Max auftunt, kriegt ihr knappe 3,3 Millionen. Na gut, auf jeden Fall gehen wir jetzt auf Verkaufen, bestätigen jede Meldung mit X und werden wieder einen endlosen Ladescreen haben. Woran merkt ihr, dass ihr einen endlosen Ladescreen habt? Das merkt ihr einfach unten an der weißen Ladeschnecke. Dass er die weiße Ladeschnecke ist, aber ohne, dass da steht Ladevorgang. Haben wir das, gehen wir wieder auf irgendeine Freundes- oder Community-Liste und suchen jemanden raus, der GTA spielt, denn wir müssen jetzt jemanden suchen, der einen anderen Zielmodus hat. Das bedeutet, wir gehen jetzt wieder auf Beitreten. Die erste Meldung, die sich in GTA laden wird, ist ja wieder, ob wir uns sicher sind, dass wir den beitreten möchten. Jetzt drücken wir wieder die doppelte PlayStation-Taste und gehen wieder auf Beitreten. Und wenn er einen anderen Zielmodus hat, müsste sich jetzt die Meldung ändern. Denn jetzt müsste bei euch stehen, ob ihr sicher seid, dass ihr den Zielmodus ändern möchtet. Kommt diese Meldung nicht, hatte besagte Spieler den gleichen Zielmodus wie ihr und ist unbrauchbar für diesen Glitch. Das bedeutet, ihr müsst einen anderen suchen. Aber in meinem Fall hat das funktioniert, der andere Zielmodus. Jetzt drücke ich einfach Kreis. Habt ihr Kreis gedrückt, steigt jetzt einfach aus und rennt zu eurem Dominator oder den Easy Classic. Seid in euren Dominator eingestiegen, drückt jetzt die rechte Pfeiltaste, um in die Tuning Garage zu gelangen.
Seid ihr im 2D-Menü angekommen, drückt einfach Kreis und geht auf Werkstatt verlassen. Und Leute, das war's schon. Wir haben jetzt 3,3 Millionen Dollar im optimalen Fall einfach verdient. Wie geil ist das denn? Okay, in meinem Fall war es 3,1, aber gut, kommen diese 200.000. Aber Leute, ziehen wir jetzt natürlich die Kosten ab, die wir jetzt investiert haben, haben wir jetzt einen satten Gewinn von circa 2 Millionen Dollar. Denn wir mussten ja ungefähr 1,3 Millionen Dollar ins Aufrüsten investieren. Deswegen machen wir knappe 2 Millionen Dollar Gewinn. Also ziemlich genau doppelt so viel als mit einem LG-Glitch. Wie geil ist das denn? Aber Leute, noch eine wichtige Information. Es gibt ja sowas wie das tägliche Sale Limit. Das bedeutet, ihr könnt nicht unendlich viele Fahrzeuge verkaufen. Das ist so eine Art Schutzmechanismus von Rockstar, dass ihr nicht unendlich viel Geld glitchen könnt. Ihr solltet diesen Glitch wirklich nicht allzu krass ausnutzen. Das bedeutet, ihr solltet so circa alle 61 Minuten einmal den Glitch machen, dann wieder 61 Minuten warten, dann nochmal den Glitch machen. Und das macht ihr so lange, bis ihr pro Tag 7 bis 8 Fahrzeuge verkauft habt. Aber Leute, sobald ihr diese 7-8 Fahrzeuge verkauft habt, müsst ihr im echten Leben 30 Stunden warten. Seid ein bisschen vorsichtig beim Verkaufen. Macht den Glitch, nutzt den Glitch zwar aus, aber macht das nicht zu viel, dass ihr da irgendwie keine Konsequenzen bekommt, auch wenn das ziemlich unwahrscheinlich ist bei solchen Glitches. Deswegen aber trotzdem, immer geht auf Nummer sicher. Aber wenn euch generell dieser Money-Glitch gefallen hat, würde ich mich übelst freuen, wenn ihr für mich einen fetten Daumen nach oben geben könntet. Für die Leute, die mich darüber auch gar nicht kennen, könnt ihr mich natürlich auch kostenlos abonnieren, damit sie keine krassen Glitches verpassen wie diesen hier. Ich bin raus, bleibt gesund, euer Bombard. Ciao.